Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von dem YouTube-Kanal zu Clash Royale. Ja, gestern hat es ja leider keine Clash Royale-Folge gegeben. Es hat zwar eine gegeben, Leute, nur da hat sich ein kleines Problem bei mir eingeschlichen. Und zwar sollte es eigentlich eine XXL-Folge werden, Leute. Aber irgendwie hat es da ein kleines Problem gegeben, dass mein ganzes Gameplay, also hier wo ihr seht, was ich gerade spiele, hier einfach ein Standbild hatte. Und das Video hätte eigentlich 26 Minuten gedauert. Ich habe das Video dann leider nach 20 Minuten offline nehmen müssen, denn es macht ja keinen Sinn, wenn ihr mir hier nur reden seht und reden hört. Nun ja, ich hoffe, das passiert mit diesem Video nicht und dieses Video funktioniert wieder, Leute. Ja, deswegen gab es gestern keine Clash Royale-Folge. Ich wollte jetzt immer versuchen, einmal Castle Crush zu bringen und einmal Clash Royale am Tag. Aber ja, das wurde damit zunichte gemacht. Und ja, Leute, wie geht es euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Es ist Wochenende, was habt ihr denn so vor? Schreibt mir das mal alle rein. Es ist gerade bei mir 7.59 Uhr. Ich bin heute extra früh aufgestanden, damit ich euch hier ein Vormittagsvideo bringen kann. Und dazu natürlich Clash Royale. Und ich hoffe, ich kann dieses Wochenende einen Livestream machen. Ich habe sogar alles hier aus Graz mitgenommen. Mein Mikro, meine Webcam, damit ich hier super Videos für euch machen kann. So, da setzt er gegen eine Hütte. Dann gehen wir einfach mal auf die rechte Seite, würde ich sagen. Ja, er setzt auch einen Riesen. Ich setze dazu mal eine Hexe und dann bin ich mal gespannt, was da so angeht. Ich schicke mit dem Riesen eine Valkyrie mit, die hier etwas mehr Schaden macht, falls er eine Skelettarmee setzt. So, hier konnten wir seinen Push abwehren, Leute. Das finde ich mega. Und hier auf der rechten Seite sind wir auch schon. Ja, da hat er, und da habe ich auch sogar noch den Bomber. Finde ich super. Beste Combo gegen die Skelettarmee. Yes, Leute, da machen wir jetzt sehr, 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 sehr viel Schaden auf den Turm des Gegners und ich glaube, der ist auch schon weg. Ja, ihr seht schon, da hat er zwar gedacht, ja, ich gehe jetzt voll auf ihn los mit der Hütte und dem Riesen, aber daraus wurde nichts, Leute. Da haben wir den Push super abgewehrt auf der linken Seite und konnten trotzdem auf der rechten Seite einen Push aufbauen. Sehr, sehr, sehr nice. So, wir setzen gleich mal hier weiter. Jetzt brauche ich die Hexe, die Flächenschaden hier macht. Komm, Hexe. Komm, Hexe. Super. Ja, danke. Da können wir diesen Push zerstören und auch noch, ja. Die Musketiere macht jetzt hier etwas Schaden an den Turm. Nein, komm. Nein, da ist der Turm leider zu Bruch gegangen. So, hier setzen wir wieder eine Valkyrie. Aber der Gegner hat hier dieses Mal einen Bomber. Komm, wir setzen hier die Lakaien. Ich hoffe, die gehen auf den Bomber. Kommt, Lakaien. Kommt, kommt, kommt. Der Bomber macht ja so extremst viel Schaden. Aber die Lakaien sind eigentlich auch ziemlich sehr, sehr gut im Schaden austeilen. Aber jetzt, ja, okay. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir hier schon am Königstower des Gegners dran sind. Na gut, so schnell kann man auch gewinnen, Leute. Sehr, sehr cool. Free Crown Win gleich wieder zu Beginn dieses Let's Plays. Ja, 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 ihr wisst gar nicht, wie ich mich gestern geärgert habe, als da eine Folge war, wo nur Standbild war. Und das war extra eine XXL-Folge. Sie hatte 26 Minuten gedauert. Ja, Leute, wer hat die Folge dann gesehen und hat den Fail gesehen? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. So, wir öffnen jetzt meine Goldtruhe. Die haben wir eigentlich vorher vergessen zum Öffnen, was eigentlich unnötig war. Deswegen hätten wir ja heute jetzt vielleicht eine bekommen. So, was haben wir hier? Speerkobolde können wir upgraden, spielen wir aber momentan nicht, deswegen lassen wir das Upgrade mal. So, Bogenschützinnen, Musketierin und das war's dann auch schon. Naja, die silberne Kiste ist ja schon zum Öffnen bald bereit, 2 Stunden 59 noch. Aber die Kronentruhe wollen wir natürlich in diesem Video hier öffnen. Und was gibt es denn hier Neues? Ja, wir können hier auch mal ein paar Diamanten, Juwelen einfordern, Leute. Für die Errungenschaften, die wir haben, haben momentan nur eine. Ja, komm, öffnen wir das einfach. Wir spielen ja eh noch länger. Irgendwas zum Upgraden? Nö. So, jetzt öffnen wir gleich noch eine Silver Chest und dann gehen wir in den Kampf hinein. Wir suchen den Gegner in der Knochengrube. Wir spielen gegen Big Bang, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. So, wie gesagt, Leute, es gibt schon einen Clan für alle, die hier wieder schreiben wollen. Ich mache dir einen Clan, denn ich weiß es wirklich zu schätzen, Leute, wenn ihr mir einen Clan machen wollt. Aber, ja, ich habe schon einen Clan und ich werde natürlich hier mit meinem Account hier beitreten. Im anderen Account bin ich ja mit meinem zweiten Account, den ich schon länger spiele.
Und mit dem bin ich dort Anführer und dadurch kann ich mich da in diesen Clan bringen, Leute. Also keine Sorge, ich werde in den anderen Clan kommen. Der ist ja schon voll, der Danny Online Clan, denn es haben schon viele von euch gejoint. Sehr, sehr cool, Leute. Danke schön für eure Unterstützung. So, wir setzen hier gleich mal die Lakaien. Aber ich glaube, der rechte Turm sollte schon uns gehören. Ja, da ist er unserer. Und können wir hier gleich weitergehen und seinen Königstower wieder zerstören, so wie vorhin. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Das muss ich mir gleich mal nachher ansehen im Video, wie ich das zustande gebracht habe. So, da sind Speerkobolde. Okay, jetzt schaffen wir den Turm nicht, die Speerkobolde. Machen wir hier meine Musketieren zunichte. Aber ich glaube, ja, da verteidigen wir nichts auf der linken Seite. Wir setzen hier einfach mal einen, rechten Seite meine ich. Wir setzen hier einfach einen Riesen auf die linken Seite und schauen, was passiert. So, den mit den Kobolden. Ich hoffe, da hat der Gegner keinen Bomber oder sonst was. Aber dann können wir gut Damage auf den Riesen machen mit den Kobolden. Die kosten ja nicht viel, machen viel Damage. So, Hexe hinter den Riesen. Habt ihr mir oft empfohlen, das so zu machen. Und jetzt mache ich das. Denn die Hexe macht ja Flächenschaden und kann somit die Kobolde, wie ihr seht hier, easy zerstören. So, schaffen wir den zweiten Tower. Wäre natürlich mächtig, für was ihr die Skelette auf der rechten Seite gerade gesetzt hat. Bleibt mir ein Rätsel. Und ich glaube, das sollte jetzt schon reichen. Da sind wir am Turm dran, machen viel Schaden mit allem Möglichen. Und nächster 3-Kronensieg, Leute. Nice, 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 nice. Und ich glaube, im letzten Castle Crush Video ist der Ton nicht so laut gewesen. Auch sorry dafür. Ihr seht schon, die letzten Male, also gestern war nicht mein Tag. Zuerst das Clash Royale Video, was einfach ein Standbild hatte. Und dann das Castle Crush Video, wo einfach der Ton viel zu leise war. So, Arena 2, wir gehen wieder rein. Haben wir schon bald 700 Pokale. Ich hab ja auch schon mal gefragt, wie viele Pokale ihr so habt und Siege. Und das habt mir ihr reingeschrieben. So, wieso hängt das da unten? Wieso habe ich einen Lag? Ich glaube, ich habe einen etwas starken Lag. Denn ich kann nicht spielen, nichts. Na toll, hallo. Gegner hat den Kampf verlassen. Na gut, ich bin noch da. Aber anscheinend hängt sich hier alles komplett auf. Interessant, interessant. Ob das von BlueStacks ausgeht oder von meinem Internet aus, ist jetzt die Frage. Das ist eine gute Frage, Leute. Ich glaube, wenn das länger sich aufhängt, dann beenden wir hier einfach mal Clash Royale und starten es. Nein, das wollte ich jetzt nicht starten und ich will hier auch kein Empire for Kingdoms installieren. Ich will einfach zurück hier und will hier Clash Royale starten. Los geht's, da sind wir schon wieder drinnen, Leute. Ja, kann auch mal passieren, dass hier sich irgendetwas aufhängt. Haben wir hier Pokale verloren? Nö, haben wir nicht. Na Gott sei Dank, vielleicht werden uns die erst abgezogen. So, ich habe da oben das mit dem Bilder werden gelesen. Deswegen habe ich auch gelesen, abgelesen gesagt. Egal, Leute, wir sind wieder back im Spiel und es geht gleich weiter. So, ja, wo war ich vorher? Genau, ich habe mir mal gefragt, wie viele Pokale ihr habt und wie viele Siege haben. Wow, haben auch schon viele dann reingeschrieben, wie viele das sie haben. Und ja, Leute, ziemlich nice, wie manche schon weit sind von euch. Und wieso hat der Gegner hier schon ein Riesenskelett? Und ich brauche unbedingt noch eine Valkyrie, um die Hexe zu verteidigen. Ja, da fliegt die Bombe. Und ich schätze mal, da ist mein Musketierin weg. Jupp, und mein Turm hat auch sehr, sehr viel Schaden genommen. Oh mein Gott, Leute. So, wir setzen hier schnell eine Hexe, um zu pushen. Ah, come on. Aber ja, da wird auch die Hexe schnell K.O. sein. Da ist sie auch schon weg. Und falls ihr das noch nicht in die Kommentare geschrieben habt, also eure Pokale und eure Siege, dann holt das doch gerne mal nach jetzt. Würde mich freuen, denn einige von euch haben ja schon über 4000 Pokale, Leute. Unglaublich, wie mächtig ihr da seid. So, ich glaube, das war's mit meinem Tower. Jupp, da ist er weg. So, und jetzt mal auf den Prinzen hier gehen. Mit den Luftkämpfern geht das ja super, aber ich schaffe es einfach nicht, einen Push aufzubauen. Ich muss hier besser seine Pushes verteidigen, um dann aus der Defensive eine Offensive zu machen. So, den Packer sollten wir hier auch noch schaffen. Ja, da ist er weg. Ja, die Musketierin wird, glaube ich, meinen Riesen jetzt überholen. Nein, ich glaube nicht, denn die Hexe muss ja auch irgendwie zerstört werden. So, Bomber macht ein Ding auf die Hexe. Und jetzt können wir einen kleinen Push hier aufbauen, Leute. So, da setzen wir noch Bogenschützen dahinter, um mehr Schaden zu machen. So, die Musketierin sollte hier gleich weg sein. Ja, ist sie auch. Und wir sind am Tower des Gegners angekommen. So, jetzt machen wir ordentlich Schaden. Und da ist er auch schon weg. Müssen wir nicht weiterreden. Und wir setzen hier auch noch eine Valkyrie rein, falls wir dann nochmal... Ey, nein, 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 nein. Das war jetzt
So, da wird jetzt alles von mir zerstört werden, wenn die Bombe hier fällt. Und dann laufen sie alle richtig schön rein. Nein, die Valkyrie überlebt sogar, aber nicht lange, schätze ich mal. Ja, da ist sie weg. Und wir bauen hier von hinten mal die Hexe auf, denn die setzt ja immer ein paar Dinge. So, mit den Kobolden können wir super den Prinz verteidigen, denn da muss er dreimal einfach zustechen, damit das weg ist. Und die Lakaien können ihn auch super zerstören. So, ich hoffe, da setzt er nicht noch ein Riesenskelett. Dann wäre es dann wieder der Tod für mich. Aber wir können hier super alles verteidigen. So, da unten müssen wir irgendwas machen. Ja, da ist gleich der zweite Turm des Gegners weg. Der Gegner probiert bei mir noch immer den Free Crown Win zu erzwingen. Geht sich aber nicht so gut aus, lieber Gegner, wie du siehst. Da musst du schon was anderes hier machen, um das zu schaffen. So, den Prinzen. Aber wir haben es auch so geschafft. Free Crown Win, Leute. Da konzentriere ich mich die ganze Zeit auf was anderes. Und da gewinnen wir einfach mit einem 3-Kronen-Sieg. Hätte ich mir nicht gedacht. Wieder sehr, sehr überraschend. Wir sind über 700 Pokale, Leute. Ich habe ja in der letzten Folge, die leider offline gegangen ist, gesagt, ich darf mir nicht so viel vornehmen. Aber heute haben wir sogar die 700 Pokale geschafft. Und natürlich will ich auch noch die Kronentruhe hier in diesem Video schaffen. Wer hat das Video bis hierhin angesehen? Der schreibt jetzt 11 Minuten einfach in die Kommentare, Leute, damit ich das ungefähr weiß. Weiß nicht, ich finde so ein paar Spielchen mit euch immer schön lustig, dass ich was hier im Video sage und ihr das in den Kommentaren schreibt. Sehr, sehr nice. Und ja, und ihr macht da immer super mit. Es gibt einige, die wirklich so lange immer meine Videos ansehen. So, und dann noch hier die Lakaien drauf, die ja keinen Schaden nehmen hier, denn sie sind fliegend. Oh, komm, wir haben aber den Bomber dafür, für die Skelettarmee, Leute. Und da hat einfach nichts Schaden von mir genommen, aber leider können wir hier keinen Tank mehr setzen. Vor dem ganzen Zeug hier. Da marschiert die Hexe und das alles über die Brücke und kann somit keinen Schaden machen. Yay, da werden auch nicht die Skelette mehr ins Ziel genommen, da sie zu spät gespawnt sind. So, irgendwas müssen wir jetzt uns einfallen lassen. So, den Riesen setzen wir mal hinten, um einen Push aufzubauen. Mit der Musketierin versuchen wir den Ritter des Gegners hier abzuwehren und dann pushen wir einfach hier weiter. Mit dem Riesen. Und dadurch... Oh nein! Verdammt! Das ist jetzt gar nicht gut. Wie soll ich diese Armee aufhalten? Ne? Da ist mein Riese gleich mal K.O. Aber die Hexe macht zum Glück Flächenschaden. Trotzdem habe ich hier nichts davon. So, wir setzen hier aber eine Valkyrie vor dem ganzen Zeug. Damit wir hier einen kleinen Tank haben. Tankt hier auch etwas, die Valkyrie. So, die Pfeile waren jetzt nicht gut für das Ganze. Auch wir sind am Turm des Gegners. Und da ist der Tower des Gegners gefallen. Yes, Leute. Jetzt sieht es gut aus. Huiuiuiuiui. Aber der Turm geht schon wieder nicht auf die Skelette, sondern auf die Hexe. Schade. Können wir den Turm zerstören wieder? Ganz überraschenderweise. Nee, heute geht sich das nicht aus. Also jetzt. Sollen wir auf den Free-Kronensieg gehen oder sollen wir auf den zweiten Tower gehen? Ich glaube, wir gehen einfach auf den Tower. Setzen deswegen hier einfach mal den Riesen. So, der Gegner setzt auch einen Riesen. Ich setze hier dagegen einfach hier viele kleine Sachen. Nein, ich wollte hier eigentlich die Lakaien setzen. Verdammt, Leute. Das war gar nicht gut, aber wir sollten es auch damit schaffen. Schätze ich mal. So, und auch den Bomber dazu. Ja, da haben wir, glaube ich, einen Turm verloren. Oder geht sich das aus? Ja, das geht sich aus. Da hat nichts einen Schaden gesetzt. So, wir setzen hier gleich mal noch einen Riesen hier. Für den gegnerischen Tower. Und ich glaube, da fällt er auch. Oi, oi, oi. Gar nicht gut jetzt. Aber wir haben doch immer den Bomber am Start. Doch, ja, er lebt noch. Nee, jetzt nicht mehr. Doch wir haben es geschafft, hier wenigstens einen Tower des Gegners zu killen. Und ich glaube, da geht auch der Königsturm weg. Und da haben wir auch schon gewonnen. Yes, Free Crown Win wieder mal, Leute. Wie weit schätzt ihr, schaffe ich so jetzt mal, ja, die Pokale raufzuklettern, ohne hier runterzufallen oder sonst was zu machen? Denn es geht ja schon jetzt, ja, länger so, dass ich jetzt einfach jedes Match gewinne. Und hier öffnen wir einfach mal die Kronentruhe, Leute. Los geht's. Was ist drinnen? 200 mal Gold. Wir haben jetzt über 1000 Gold. Zwei Juwelen. Viermal die Lakaien, die können wir endlich upgraden. Wird auch Zeit. Ist eine gewöhnliche Karte und die habe ich noch auf Level 1 gehabt, aber in meinem Deck. Dann den Grabstein. Und einmal den Riesen. Was haben wir noch? 21 mal die Kobolde, aber die können wir auch upgraden. Finde ich nice. Aber das werden wir alles, Leute, im nächsten Let's Play machen, wo ihr hoffentlich wieder einschaltet. Heute wird es vielleicht noch einen Stream geben und natürlich auch eine Folge von Castle Crush. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Und falls du hier neu bist, würde ich mich natürlich
über ein Abo von dir freuen. Ja, Leute, danke schön auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und bevor ich das Video hier beende, möchte ich hier noch ein paar Pfeile einkaufen, damit wir die auch upgraden können. Ich habe vorhin in den Shop geschaut und auch eine Koboldschütze. Spielen wir nicht. Viele sind ja dagegen, diese zu spielen. Aber kaufen wir auch einen. Und ihr seht schon, wir können hier viel upgraden, Leute. Machen wir das? Nein, das machen wir im nächsten Video. Das mit den ganzen Upgrades machen wir in dem nächsten Video. Also, wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.